Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Pauls Klemmbaustein. Hier heute wieder aus meinem kleinen Noppensteinstudio. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Freunde, ja? Heute bauen wir mal wieder was von Sembo. Nach dem letzten Drama von Sembo, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, die Herrlei Dovizan, ich verlinke euch das mal hier irgendwo in der Ecke, habe ich gedacht, nee, also Technik-Sets von Sembo, das tue ich mir nicht mehr an. Aber ich hatte vor ziemlich langer Zeit schon diesen Jeep hier gekauft, ja, und ja, ich werde es jetzt einfach mal versuchen und den zusammenbauen. Ich hoffe, ich habe damit mehr Erfolg als mit der Herrlei Dovizan. Lassen wir uns überraschen, wie sich das Ganze aufbauen lässt und ob das dann vielleicht doch Spaß macht, werden wir dann sehen. Also viel Spaß beim Video. Ja, dann wollen wir uns mit dem Karton ein bisschen erstmal genauer anschauen. Also, Vorderseite, klar. 999 Teile hat das Ganze. Gekauft habe ich bei Bluebricks, wie der Herrlei Dovizan ja auch. Das macht einen Steinepreis von 0,039 Euro. Ist eigentlich recht günstig, muss ich sagen. Wenn es denn funktioniert. Hier haben wir die Rückseite. So schaut das Ganze dann aus von hinten. Die Funktion, also die Türen kann man aufmachen, Spiegel wohl ein- und ausklappen. Leuchten tut es, denke ich, nicht, weil ich da, glaube ich, keine Kabel drin habe oder irgendwelche LED-Streifen oder sonstiges. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass der Jeep hier beleuchtet ist. Was ich denke, dass Aufkleber dabei sind, hier unten, ne, da, das sind mit Sicherheit Aufkleber. Ja, und der Pullback-Motor ist halt drin. Und dann haben wir hier halt so die Seiten noch. Auch nichts Besonderes. Und hier haben wir noch, kann man noch sehen, die Maße, wie groß es dann irgendwann wird. Ja, und das war's. Jetzt schauen wir mal rein. Wollen wir das gleich mal aufschneiden hier. Hier. So. Naja, das wollen wir mal sehen. Also es sind wieder zwei Kartons. Das muss man dann immer so ein bisschen an dem Griff ziehen, dass man die rausbekommt. Ging aber relativ gut. Auf jeden Fall ist das Ganze schon mal Bauschritt und Bauabschnitt unterteilt. So. Jawohl. Jetzt haben wir das draußen, das Zeug. Also wir haben hier vier Bauabschnitte. Wie das nummeriert ist, genau. Da haben wir 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tüten drin. Und in dem Karton haben wir dann 8, 9, 10, 11, 12, 14 Tüten. Die beiden sind unnummeriert. Da sind halt die Reifen drin. Und was ist denn das da unten? Eine Scheibe vielleicht oder so? Ist keine Ahnung. Das ist extra eingepackt. Reifen, Felgen. Und hier ist der Pullback-Motor und Teiletrenner. Genau. Hier haben wir die Anleitung. Insgesamt, naja, da ist schon der Zettelchen hier für die Aufkleber. Nee. Ja, ich denke, die Aufkleber, die werde ich wohl weglassen. Gehe ich mal von aus. No, Fokus, was ist mit Fokus? Ja, jetzt kann man es sehen. Ja, also die Aufkleber, die werde ich definitiv wahrscheinlich weglassen, ne? Weil finde ich jetzt nicht so prickelnd. Insgesamt 90 Seiten, 219 Bauschritte, wie gesagt, unterteilt in vier Bauabschnitten. Ja, ich denke, das dürfte jetzt nicht so ein Problem sein. Ich muss jetzt auch langsam mal wieder ein bisschen Technik bauen, sonst komme ich da raus, denn ich habe ja noch den Ferrari von Kader da stehen und den möchte ich ja auch irgendwann mal aufbauen, also muss ich mich mal langsam wieder ranwagen an Technik. Da bin ich ja nicht so, nicht so der Brüller drin, sage ich mal. Weil Technikteile, da tue ich mir da doch immer ein bisschen schwer. Aber gut, ich packe das jetzt mal auf meine Teller und dann machen wir es so wie immer. Ich verändere die Kameraeinstellung und dann legen wir los. Also, auf geht's. Bauschritt 55 bzw. Bauabschnitt 1 ist jetzt abgeschlossen und so schaut unser
Jeep, unser, ja, ich denke mal, das soll ein Toyota darstellen, inzwischen aus. Was ich schon mal genial finde, muss ich ehrlich sagen, es sind relativ wenig blaue Pins verbaut. Also die Pin auf Achse hier zum Beispiel, ja, ich weiß gar nicht, ob es die in Schwarz gibt, aber das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Das sind ein paar dabei, aber ansonsten Pins, blaue und auch bis auf diese kleinen, wo dann aufgenoppt wird, habe ich hier nur wirklich einen Haufen schwarze Pins. Und das ist natürlich schon genial. Also das finde ich klasse. Selbst wenn das Modell ja blau ist, wird man davon nicht mehr viel sehen. Also das ist schon nicht schlecht. Dann haben wir diesen Pullback-Motor da angebaut. Das funktioniert eigentlich auch. Ich ziehe mal. Gehört, funktioniert auch. Vorne die Achse, also die ist nicht beweglich. Ja, kann man anscheinend nicht lenken, das Fahrzeug. Aber gut, mit Pullback-Motor, da ziehen wir es auf und das rast dann irgendwie lang. Das probieren wir dann bestimmt mal aus. Und ja, dann haben wir noch so Trittbleche hier angemacht. Also diese zum Einsteigen diese Teile. Fand ich jetzt ein bisschen komplizierter, hier dieses ranzumachen, weil manche Teile lassen sich wie hier am Anfang noch so ein bisschen, hier, jetzt kann man es sehen, lassen sich immer so ein bisschen noch bewegen. Und wenn man ein paar Sachen auf einmal reindrücken muss, ja, da bräuchte man manchmal 4 Hände, um das hinzubekommen. Aber es hat funktioniert und es ist jetzt dran und ich bin auch zufrieden bis jetzt mit dem Bau. Es macht auch wirklich Spaß. Was mir noch eingefallen ist zu den Stickern, das sind Transfersticker. Also ich bin fast hundertprozentig sicher. Und zwar sind das so Sticker, die man einmal aufbringt und dann oben drüber diese Folie dann noch abzieht. Ich zeige euch den nochmal kurz. Ja, das ist von SY. Das ist ja so, glaube ich, so eine Unterfirma von Sembo. Und ich denke, die machen diese Transfersticker. Also ausschauen tut es zumindest so. Vielleicht werde ich dann doch ein oder 2 anbringen, hier die, zum Beispiel hier dieses Armaturenbrett, was ja mit Radio ist und Anzeigen hier ist, das werde ich vielleicht dran machen, muss ich mal sehen. Oder hier diese Lichter, ja, werde ich vielleicht auch anmachen. Und dann sehen wir ja, ob ich da recht hatte, ob das Transfersticker sind. Okay, dann wollen wir mal weitermachen mit Bauabschnitt 2. Da kommt jetzt, so wie ich die Sache sehe, wird jetzt hier die Motorhaube gebaut. Ja, hier oben könnt ihr das sehen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sich es weiterbauen lässt. Also bis jetzt macht es echt Spaß. Kann ich nicht anders sagen. Bauschritt 102 ist auch abgeschlossen. Und es hat sich wieder ein bisschen was getan. Also wir haben jetzt hier vorne, kann man gut sehen, die Strahler, also die Scheinwerfer angebracht und die Blinker angebracht. Da sollen auch Aufkleber drauf auf die Blinker und das, ich habe keinen einzigen Aufkleber jetzt drauf gemacht. Ne? Auf der Motorhaube, auf der Seite da, glaube ich, soll irgendwie noch was drauf. Habe ich jetzt auch nichts angebracht, wie ihr seht. Die Motorhaube kann man nicht öffnen. Die ist unten dann festgemacht, hier an 2x2 Bricks. Also zum Aufmachen ist die nicht gedacht. Ja, dann, was haben wir noch gemacht? Hier vorne haben wir hier so ein, ich weiß nicht, ob das die Scheibenwischer dann darstellen soll. Habe ich hier rauf gemacht noch. Ein Lenkrad ist drin. Das Lenkrad lässt sich aber auch nicht bewegen hier. Also das ist starr. Ja. Also drehen kann ich es, aber ich kann es nicht nach oben oder unten bewegen. Also das funktioniert. Ach doch, doch, das funktioniert sogar. Falsch, falsch, falsch. Ich habe es bewegen können. Ja, es ist also, weil es hätte sonst ein bisschen blöd ausgeschaut, wenn das kerzengerade ist. Nein, kann man bewegen. Ja, das ist gemacht. Hier innen drin, hier vorne hat sich nichts weiter getan und hinten auch nicht. Also das meiste ist also nur vorne passiert, ja, mit den Scheinwerfern und so. Schaut ja im Prinzip gar nicht mal so schlecht aus bis jetzt und ist auch relativ stabil, aber zu sehr dran wackeln sollte man auch nicht, also richtig feste irgendwie. Ich weiß nämlich nicht, wenn jetzt denn man dieses Pullback hier mal startet, sage ich jetzt mal, also wenn man jetzt da losrast mit und man fährt irgendwo gegen, bin ich mir sicher, dass das hier vorne alles abfällt. Weil also so stabil ist das Ganze nun doch wieder nicht. Aber es schaut gut aus, das kann ich nicht anders sagen. Ne? Und macht auch immerhin noch weiter Spaß zu bauen. Also machen wir mal jetzt weiter. So, mit Bauschritt 158 haben wir auch den dritten Bauabschnitt abgeschlossen. Und ja, unser Jeep, der hat jetzt langsam oder nimmt jetzt langsam Form an,
hat auch ein Dach bekommen. Das Dach ist schon ein bisschen, wie soll ich denn das sagen, ein bisschen schwierig zu bauen, denn man baut erst hier das obere und dann das Heckteil hier hinten. Und das wird dann so zusammengesteckt und da hat man schon ein Problem, also ich hatte ein Problem auf jeden Fall, die zwei Pins hier reinzubekommen. Also das war schon, ich habe das dann hier rausgenommen, dann erst da reingesteckt und dann unten reingesteckt. Das war also wesentlich einfacher. Ja, es ist auch jetzt nicht so wahnsinnig stabil hier alles, ne? Weil ich kann es zwar hochheben, aber es ist ja nicht groß festgemacht hier auf der Seite. Das sind zwei Noppen, nicht mal eineinhalb Noppen ja nur, wo das hält. Und hinten eine Noppe da noch an der Ecke, also an dem Grauen da unten. Aber ja, ich meine, wie gesagt, wenn ich das dann irgendwo gegenfahren lasse, dann fällt mit Sicherheit ein bisschen was ab. Hinten haben wir jetzt die Heckklappe rangemacht, die sich natürlich auch zu öffnen lässt. So, ja, da ist dann der Motor drin. Den Ersatzreifen hinten dran, das kennt man auch. Scheiben sind ja keine vorhanden. Ach ja, apropos Scheiben, ich habe am Anfang gesagt, dass da drin vielleicht Scheiben sind in dem Ding. Nee, da waren zwei klitzekleine Gummireifen drin. Keine Ahnung wofür. Also die war, ich weiß schon, wofür die waren. Die wurden hier, also ich glaube, in diesen Dingern hier dazwischen gesetzt. Irgendwo hängt der kleine Gummireifen da dran, auch auf der Seite. Ja, ja, und ansonsten hat sich jetzt eigentlich nicht mehr viel getan, bis auf das Dach. Jetzt im letzten Bauabschnitt kommen halt noch die Türen dran, die Räder und ja, das war's dann. Also, was ich gut finde, ist auf jeden Fall schon mal, dass es blau ist. Denn da sieht man die blauen Pins. Es sind nicht viele drin, ein paar aber doch und die sieht man nicht so, weil das ja alles dieselbe Farbe ist. Das ist das, was ich gut finde. Vom Bau her, naja, sagen wir mal Mittelmaß. Also es ist teilweise schon ein bisschen tricky, das zu bauen. Aber gut, ich mache jetzt einfach mal weiter mit dem vierten Bauabschnitt und wenn es dann fertig ist, melde ich mich wieder. Nach gut, sagen wir mal, ja, 3,5 bis 4 Stunden Bauzeit ist jetzt der Sembo Jeep fertig. Set Nummer 8500, 999 Teile mit Pullback-Motor. Das wollen wir uns das gleich mal anschauen, ob das auch so funktioniert. Ich muss nur mal in der Hand halten, nicht, dass der dann darunter saust. Oh, das ist nämlich auch sowas, ja? Ihr habt es jetzt gesehen. Also, so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, werden wir wohl keine Freunde, Sembo und ich. Also zumindest nicht, was Sembo-Technik angeht. Das ist ja dann doch alles ein bisschen teilweise eine wackelige Angelegenheit hier. Ja, und deswegen befürchte ich auch, wenn ich das Ding irgendwo gegensausen lasse, abgesehen davon, dass es jetzt gar nicht richtig geht. Ja, ihr habt schon gesehen, ich brauche nicht mal meine Hand eigentlich hinhalten. Ja, doch, also es ist wahrscheinlich ein bisschen, es geht schon, also so ist es nicht. Ja, funktioniert. Also das funktioniert. Aber ihr habt es gesehen, also das ist alles so eine Bauweise, wo ich mir denke, Halleluja, also... Was heißt, die Bauweise ist ja noch nicht mal so schlimm, aber die Haltbarkeit von den Steinen. Also anfangen tue ich mal hier vorne. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so genau sehen kann. Das ist doch alles so ein bisschen windschief, will ich es mal freundlich ausgedrückt sagen. Schon alleine hier die A-Säulen und schon ist das blöde Ding hier wieder abgefallen. Da kommen wir einmal ran, dann fällt diese Seitenverkleidung hier ab. Also das ist doch ein Witz. Ganz ehrlich. Ja, jetzt dreht sich es auch noch weg. Das ist was... Nee, also... Ich weiß nicht. Gut, also, jetzt versuchen wir es nochmal. Ja, also die A-Säulen schon alleine kann man gut erkennen. Die hier ist viel schiefer als die. Liegt daran, dass hier innen drin so ein Kugelgelenk verbaut ist, dass man die Schräge hinkriegt. Aber ja, ihr seht es schon. Ne? Erstmal, wenn ich die A-Säulen da reindrücke, fallen mir die Kugelenken unten wieder raus. Also diese Kugeln da.
weil die sind hier unten befestigt mit einer Noppe. Und wenn ich das jetzt so reindrücke, fallen sie raus. Mist. So, deswegen ist das hier auch wahrscheinlich nicht richtig gerade, weil hier oben ist es mit einer Noppe angebracht noch. Und ja, ihr seht schon selber, das ist ziemlich windschief da oben. Hier auch dieses ganze Gestell hier oben für die, ja, was weiß nicht, Tanks oder Wassertanks oder Benzintanks oder was weiß ich, aber Kanister, was man da alles mitschleifen kann. Das ist auch so eine Konstruktion. Ich meine, es hält schon hier, aber das ist halt, also da wackelt man einmal so ein bisschen dran. Ihr seht schon, ne, hier, das ist alles nur locker. Also, das hält auch nicht richtig. Die Türen gehen auf, ja, also beide. Das ist auch gut so, mehr oder weniger. Man hat einen Griff da dran. So. Mit den Türen, das ist auch so ein Teil. Denn ich kann auch diese hinteren Türen aufmachen, diese kleinen. Ja, funktioniert auch. Aber das ist halt alles so eine Konstruktion. Wenn ich jetzt die eine Tür aufmache, geht die andere gleich mit auf. Das sollte eigentlich auch nicht so sein. Also, weiß ich nicht warum. Die Sitze hier, ihr seht schon, ist jetzt in Liegeposition. Die verschieben sich halt auch immer mal recht gerne, wenn man das Ding zu doll anfasst. Ich zeige euch das jetzt nochmal, was ich meine mit dieser Tür hier. Also, ich muss die zusammen einklappen, dass sie dann auch zu sind. So, und wenn ich jetzt hier ziehe, ihr seht schon, dann geht die gleich automatisch mit auf. Weiß nicht, ob das hier an diesem Kugelding da unten liegt, keine Ahnung, aber es geht, sagen wir mal so. Und schon ist wieder hier das Ding. Also das ist ja, ganz ehrlich, ne, was das für ein Rotz ist, verstehe ich nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Ich meine, hier hält es auch komischerweise, hier hält es. Auf der Seite, aber hier, die Seite hier, das ist ja echt lächerlich. Ich habe keine Ahnung, warum das hier immer abfällt, wenn ich da irgendwie nur so ein bisschen dran komme. Ja, also das ist schon echt nervig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also, ich kann einfach nur, das ist gar nicht richtig dran, hinten, das geht auch auf. Ich habe es jetzt nicht richtig dran hier, also ihr seht schon, ne, da ist jetzt ein Spalt dazwischen, weil mich das jetzt einfach nervt, hier das immer ranzumachen. Ja, Motorhaube geht nicht auf, Rollen tut er gut, die Spiegel kann man verstellen im Normalfall, nur nicht nach unten, so. Also ne, man kann man auch verstellen, warum auch immer, also so brauche ich es ja nicht, die sollen ja so sein. Ja, das Ganze hier haben wir übrig. Ja, sind ein paar Teilchen. Was gibt es dazu zu sagen? Würde ich mir nochmal kaufen? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich weiß nicht, Sembo und Technik. Mag sein, dass es da bessere Modelle gibt, aber das gehört definitiv nicht dazu. Vielleicht sollte ich das machen, so wie Pandoras Box mit der alten Herlei Davidson, dass man das Ding, das Set hier auch einfach mal in der Weltgeschichte rumschickt und das versteigert. Ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Muss ich mich mit der Katrin mal auseinandersetzen. Ja, Freunde, das war's. Wie gesagt, ich habe ihn fertig. Ich bin leider mal wieder enttäuscht von diesen Sembo-Technik-Sets. Ich habe mir da eigentlich mehr von versprochen. Die Aufkleber habe ich jetzt nur nicht rangemacht. Das seht ihr, die sind hier noch alle drin. Weil ich habe gedacht, das schaut auch so einigermaßen gut aus. Aber ja, aussehen tut er ja im Prinzip ganz nett. Aber es ist halt, ja, ich habe mir jetzt nicht ganz aufgezogen. Er sauscht schon mehr davon. Aber es sind halt so viele Sachen dabei, die mich einfach wirklich richtig nerven. Egal jetzt, ob vorne der Stoßfänger hier windschief ist, also das hier von oben, das macht mein innerer Monk, der macht es ja gar nicht mit, ne? Wenn ich von hier oben rauf schaue und ich habe hier auf der einen Seite, also von mir jetzt aus gesehen, einen Abstand zur Motorhaube von 0,5 cm und auf der anderen Seite einen Abstand von, ja,
0,8 cm. Das ist schon wieder was, wo ich sage, nee, das geht ja gar nicht. Ne? Und so zieht sich das irgendwie alles durch hier. Ne? Also wenn ich mir das anschaue, hier zum Beispiel, das hier, die Ecke ist viel weiter unten als die hier. Aber das kann ich gar nicht anders machen, weil wenn ich das anders mache, verbiegt sich da alles vorne wieder. Bloß nicht zu viel anfassen. Das mit den A-Säulen habe ich euch erklärt, ist unmöglich gebaut, finde ich. Also, weiß ich nicht, ist ja nicht der Brüller. Mit den Türen, ne, habe ich euch auch gezeigt, macht mir die Seitentüren auf, gehen die hinteren auch automatisch gleich mit auf. Es ist auch irgendwie voll blöd. Und wenn man es dann zusammen wieder zumacht, dann passiert sowas hier, dass dann ein Teil vielleicht wieder rauskommt, was eigentlich drin bleiben soll. Ne? Also, ja, nee. Also, das ist, ich sag's euch, Leute, das Sembo und ich, wir werden einfach keine Freunde mehr. Das soll wohl nicht so sein. Ich habe zwar jetzt noch hier ein paar Sembo-Sets stehen, das sind aber diese kleinen Autos und die gehen, soweit ich das gesehen habe, vollkommen in Ordnung. Aber das Ding hier, was ein reines Technikset, das sind auch keine Techniksets. Nee, das ist aus normalen Steinen gemacht, genau. Aber das hier, also, ja. Ich schaue jetzt nochmal kurz, wie groß das ist, dass wir wenigstens da noch eine Angabe ungefähr haben. Wir haben da eine Länge von, ja, 29 cm, würde ich sagen, ungefähr. Eine Höhe von 13 und eine Breite, was ist das Breiteste, die Spiegel, ja, 15, 16 cm ungefähr. Ja. Der ist auch schon wieder verschoben da. Das ist irgendwie wieder nichts Halbes und nichts Ganzes. Es ist so. Wie gefällt denn euch das? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich bin ja eigentlich kein Technik-Fan, aber ab und zu mal möchte ich doch mal eins bauen wieder, weil der Ferrari, der steht noch an und den muss ich jetzt oder will ihn auf jeden Fall mal bauen vom Kader, aber das ist wieder ganz was anderes als sowas hier. Das ist mit dem Pullback, ja, muss das immer sein, weiß ich nicht, glaube ich nicht, aber wie gesagt, ich habe ihn jetzt gebaut, ich werde ihn jetzt wieder zerlegen und mal sehen, was ich dann damit mache. Mir bleibt jetzt nicht mehr viel zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen nach unten und solltet ihr mich noch nicht abonniert haben, gerne auch ein Abo da lassen, freut mich natürlich immer. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt gesund, baut auch sowas, naja, baut was Besseres. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao, euer Paul.